Hallo, was man Sachen. Letzte Zeit ist mir was sehr Bedenkliches aufgefallen bei meinem Umkreis. Da gibt es doch schon den einen oder anderen, verdächtig viele momentan, die Probleme mit ihren Accounts haben, weil sie Daten weitergeben. Sei es jetzt halt das Passwort und die Einlogdaten oder halt auch andere Daten. Und ich dachte, das wäre mal ein Thema, womit wir einfach mal drüber sprechen können, weil ich halte das eigentlich für ein wichtiges Thema. Ich dachte, das wäre in 2022 nicht mehr so das krasse Thema, dass man halt so ein bisschen Medienkompetenz entwickelt hat. Aber wohl falsch gedacht. Ich hatte natürlich auch meinen Fall von, ich habe meine Daten geteilt und das ging komplett in die Hose. Aber dazu später mehr. Ja, generell ist das nicht so eine smarte Idee, seine Account-Dateis zu teilen. Sei es jetzt halt von irgendeinem Social Media, man macht mit einem Kollegen irgendwas zusammen auf Instagram oder sonst was so, da gibt halt seine Daten generell weiter, sei es jetzt die E-Mail mit Passwort, sei es jetzt irgendein Social Media Kontakt mit Passwort, sei es, keine Ahnung, momentan viel mit Kollegen über YouTube, dass viele jemand anderen vertrauen, weil der ist ja Mod, der wird schon nichts machen. Ich gebe ihm meine kompletten Daten und dann geht das ziemlich in die Hose. Ja, und es ist nicht sehr smart, wirklich solche Sachen zu machen. Also gebt eure Daten nicht weiter. Es geht einfach so gut wie immer in die Hose. Sei es halt auch nicht in den nächsten 2 Monaten, aber irgendwann kommt oft der Punkt, wo Freundschaft geht in die Brüche, man streitet sich, man sonst was oder könnt kommen, was da wolle. Es gibt immer irgendwann einen Punkt, wo man sich streitet und dumme Dinge passieren. Es geht gerade an die Leute, die doch so ein bisschen jünger sind, die halt so Pubertät sind und vielleicht einen Partner, jetzt den ersten Partner gefunden haben, große Liebe und so weiter. Da macht man halt auch so häufig solche Fehler. Ich gebe ihm meine komplette Daten. Der Gedanke daran, ich kann es ja verstehen, ist schon süß. Aber dahingehend wäre es eine smartere Idee zu sagen, okay, ich will jetzt mit meinem Partner, meinem Freund, was auch immer, irgendwas zusammen machen. In der Situation war ich auch. Ich hatte eine Freundin, mit der ich viel, viel, viel gemacht habe. Das war zu der Zeit viel über DeviantArt und hatte auch meinen Account mit ihr geteilt. Zum einen, dass sie halt für mich übersetzt, weil Englisch konnte ich so gut wie gar nicht. So Hallo und Tschüss ging. Die Farbe vielleicht ging auch noch hin und Zahlen. Aber Kommunikation ging gar nicht. Und da hatte ich meine Daten einer Freundin von mir gegeben, mit der ich mich auch echt gut verstanden. Das war meine beste Freundin zu der Zeit. Da war ich so, keine Ahnung. Irgendwas zwischen 13 und 15 war das, glaube ich, wo wir das angefangen hatten. Es ging auch lange, lange echt gut. Und ja, ich hatte viel Spaß dabei, wir haben viel zusammen gemacht. Oft hatten wir es so gemacht, dass sie gerade auf DeviantArt, sie hat Lineouts gezeichnet oder geholt. Und ich habe die dann ausgemalt, weil ich halt viel lieber ausmale, wie ja, Lineouts zu machen oder Skizzen zu machen. Und ja. Nicht nur, dass ich dadurch riesige Stress bekommen hatte, den ich halt nicht gerafft habe, weil ich habe die Sprache nicht verstanden und ich nicht Englisch konnte, dass halt ihre Lineart einfach geklaut worden sind. Da habe ich nicht gewusst. Sowas kann natürlich auch passieren, dass sie halt unnötige Drama kommt, gerade im Social Media. Das ist ja momentan ganz schnell, dass man irgendwas macht, wo man nicht unbedingt mal bewusst was falsch macht. Und ja, da gibt es einen riesen Shitstorm, das muss auch nicht sein. Ihr habt ein bisschen mehr Kontrolle drüber, wenn ihr wisst, was ihr tut und nicht, wenn ihr euch da auf andere verlasst. Wie gesagt, ich hatte da halt auch doch den einen oder anderen Problem und wir hatten Ärger. Ich habe es halt nicht so wirklich gepeilt, weil sie das meistens geklärt hat. Ich habe es erst dann ein bisschen später gesehen, als ich den Account nochmal gefolgt habe oder gesehen hatte, wie ich einen neuen Account mache, weil sie mir den alten Account geklaut hatte. Und das ist das, was halt ja, doch passieren kann. Ihr teilt euch mit jemandem einen Account und dann entscheidet er sich aus Gründen, warum auch immer, den jetzt einfach Passwort zu ändern und ihr kommt nie wieder rein. Es kann so viel passieren. Wie gesagt, in dem Fall war es halt erst DeviantArt, wo ich auch noch so naiv war und ihr geglaubt habe, ja, da hat sich jemand reingehackt, ich komme auch nicht mehr rein, wobei sie halt einfach dann das Passwort geändert hat und sie kam rein. Es kam halt dann später erst raus. Ja, ich habe sie dann irgendwann mal ein bisschen angechattet und so, weil ich dann auch irgendwann Englisch konnte. Und da kam es raus, sie hat immer noch den Account, also es war auch diese Person, die mir den Account zu der Zeit dann halt einfach genommen hatte. Ja, eigentlich in dem Zeitpunkt war es unser gemeinsamer Account, dann halt an sich geeignet hat und halt darüber gemacht hat. Das habe ich ja herausgefunden erst, wie ich Jahre später mir einen neuen Deviant-Account gemacht habe und da ein bisschen was gemacht habe, wo ich dann halt auch wusste, was ich tue, wo ich auch verstanden habe, was abgeht.
Ja, war nicht so geil. Was viel schlimmer war, es war auch mit derselbigen Freundin, da ich ja mit ihr auch halt dieses Divinat machte, hatten wir auch gesagt, okay, wir sind beide Schüler, wir haben beide nicht so viel Kohle, komm, lass doch mal einen Steam-Account zusammen machen. Da kann ja dann jeder das Spiel spielen, was wir können uns die Spiele teilen. Dann der eine holt mal das, der andere holt mal das. Und es ist fair aufgeteilt. Hat auch zu dem Zeitpunkt echt gut funktioniert. Ich hatte mal ein Spiel geholt, sie hat mal ein Spiel geholt. Wir hatten doch das ein oder andere Spiel. War dann immer ein bisschen blöd mit halt Online-Spielen, weil du musst ja online sein und angemeldet sein und so. Das war ein bisschen doof. Aber bei so Sachen, die offline gingen, gab es halt keine Probleme. Ich glaube, mittlerweile geht das so gut mit Steam auch nicht mehr. Weiß nicht, ich habe meinen Account nicht mehr wirklich mit Leuten geteilt. Mehr aus gutem Grund, weil auch diesen Account hatte sie mir abgenommen, auch einfach nur das Passwort geändert. Das Problem dabei war, wo ich halt riesige Probleme hatte, dass an dem Steam-Account ja ein PayPal-Dings gehangen hatte. Und das PayPal war nicht mal mein PayPal, weil ich zu der Zeit kein eigenes hatte. Das lief über meine Eltern. Das gab auch noch Stress zu Hause, weil Geld abgehoben wurde. Das war ja miteinander verlinkt. Und man hat sich das Passwort irgendwann abgeguckt, wie wir was geholt hatten. Das war auch so eine Sache, ich hatte die Passwörter gerade von PayPal nicht weitergegeben, weil das war ja A nicht meins und aufgepasst, aber ich musste die ja irgendwann eingeben. Und da hat sie sich die anscheinend einfach abgeguckt, weil ich nicht aufgepasst habe und weil ich halt auch naiv war. Mein Gott, ich war, wie alt war ich da? Das war ein bisschen später, ja, da war ich dann tatsächlich 15, 16, sowas. War ich ein bisschen älter wie 13 auf jeden Fall. Es war aber immer noch ja, Realschule. Und ja, dann ging hier und da doch mal eine Buchung für ein Spiel ab, gab zu Hause auch ein bisschen Ärger. Wir konnten das zum Glück dann mit Steam klären. Haben dann aber gesagt, ja, der Account wurde gehackt, etc. pp. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir die Kontodaten getrennt. Also auf jeden Fall das PayPal-Konto wurde getrennt. Was mit dem Account für sich jetzt ist, ob der komplette Account gesperrt worden war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich halt dann einen neuen Steam-Account gemacht habe, der dann mir ist und ich tatsächlich, ich glaube, 20 € oder so extra Guthaben damals noch von Steam gekriegt habe, so als Wiedergutmachung für den ganzen Stress, weil es war doch ein Haufen an Arbeit mit dem Account, dass das jetzt halt ja, nicht mehr in meinem Besitz war und dass wir dann Ärger haben mit den Abbuchungen etc. pipapo. Und da war tatsächlich zu der Zeit Steam so kulant und hat mir immerhin 20 € dafür gegeben, dass ich den Account neu habe und ein bisschen was hatte. Es ging auch um eine bisschen höhere Summe wie die 20 € nicht so, dass ich sagte, okay, du kriegst halt die 20 €, die du da irgendwie ausgegeben hast, sondern es ging tatsächlich über PayPal eine deutlich höhere Summe, weil sich dann doch wahllos Spiele gekauft wurden. Ja, das war dann halt nicht so schön und solche Sachen können auch passieren und ich finde es eigentlich wichtig, auch mal drüber zu reden. Es ist so eine Sache, irgendwie redet keiner drüber. Passt ein bisschen drauf auf, was ihr tut. Lernt aus meinen Erfahrungen, aus anderen Erfahrungen. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, viele Freunde, die wurden aus ihren YouTube-Accounts rausgesperrt oder auf ihren Twitch-Accounts rausgesperrt. Der eine oder andere wurde tatsächlich dann auch von Twitch gebannt, weil jemand anderes auf seinem Kanal Scheiße gebaut hat. Gibt's auch. Also wie gesagt, passt da auf und eure Accounts, ihr solltet wirklich, wirklich keinem anderen, egal wie sehr ihr den Leuten vertraut, gebt keine Passwörter etc. weiter. Wenn ihr unbedingt einen Account machen möchtet mit jemandem zusammen, macht halt wirklich das getrennt, macht dafür spezifisch einen Account, wo es auch nicht so schlimm ist, wenn der dann nicht mehr da ist, wenn man sich mit dem besagten Personen verstreitet. Das geht gerade jetzt an die Jüngeren. Ihr seid jung, auch wenn ihr jetzt wirklich denkt, so gemein es auch klingt, auch wenn ihr denkt, mit euren Freunden oder sonst was seid ihr ewig noch befreundet. Es kann immer was passieren. Es Dinge passieren, Leben ist furchtbar, Leben kann grausam sein und Dinge passieren, dass man sich halt auch mit solchen Leuten verkracht und sagt, ich kenne es jetzt selbst aus meiner Jugend, ich bin jetzt da auch schon ein bisschen älter und länger aus der Schule raus. Sobald man aus der Schule raus ist, ändert sich so krass viel im Umfeld. Man hat auch andere Kontakte und leider, leider, leider passiert das doch, doch sehr häufig, dass man sich im Laufe der Zeit auseinanderlebt. Ich sag, das geht fast jedem so. Es gibt ein paar Freunde auch, die ich auch noch aus der Realschulzeit habe, mit denen ich auch noch Kontakt habe. Es hat sich aber sehr stark nachgelassen. Wir hatten eine feste Clique und von der festen Clique sind es so noch zwei, drei Leutchen, mit denen ich mich tatsächlich überhaupt noch unterhalte. Und zwei, drei, die, mit denen man halt sagen kann, okay, das sind tatsächlich Freunde geblieben, mit denen unterhält man sich noch, mit denen versucht man mal was zu reißen, was zu unternehmen, aber der Rest ist halt so, ja, war eine schöne Zeit. Also nach
10 Jahren nicht wirklich Kontakt haben, kann man da nicht von reden, dass man wirklich sich noch kennt. Solche Sachen passieren, das müsst ihr leider im Hinterkopf behalten. Leben ändert sich. Und geht auf Nummer sicher, wenn ihr irgendwelche Sachen mit jemandem zusammen machen möchtet. Macht dafür extra einen Account. Wie gesagt, wollt ihr ein Instagram mit einem zusammen machen, weil ihr seid jetzt BFFs oder ihr seid ein Liebespärchen oder sonst was. Macht dafür extra einen Account. Verlinkt auch erstmal nichts anderes drauf. Macht den wirklich nur dafür und auch so, dass es halt, wenn der weg ist. Ist echt scheiße, ist immer doof, wenn irgendwas in die Brüche geht, aber dass es halt nicht noch weitere Probleme gibt, wie jetzt zum Beispiel mit meinem Steam-Account, wo dann halt andere Sachen noch verlinkt worden sind, in dem Fall halt PayPal und wo das dann halt auch ins Finanzielle geht. Das muss man sich ersparen. Das wäre, ja, wäre vermeidbar gewesen, wenn man aufgepasst hätte. Gibt halt wirklich. Ich kann es nur noch oft sagen, gebt eure persönlichen Daten nicht Leuten raus. Sei es Freunde, Familie. Ihr habt ein Recht darauf, eure Daten nicht rauszugeben oder so. Keine Ahnung, es ist halt nicht smart. Selbst unbedingt den Eltern muss man nicht um alle Passwörter geben. Man kann ja zu ihnen gehen, wenn es Probleme gibt, gerade an Jüngeren. Wenn es Probleme gibt, kann man den Eltern ja Bescheid sagen, aber diese komplettes Aufgeben der Privatsphäre von wegen, ich muss deine E-Mails lesen, ich muss das, das ist auch falsch. Das ist nicht richtig. Ihr habt auch ein Recht auf Privatsphäre. Das wollte ich auch nur mal erwähnen, weil das kenne ich leider auch von Freunden, die halt wirklich Helikoptereltern haben, die halt wirklich alles kontrollieren und das ist jetzt auch nicht der richtige Weg. Man sollte so die Waage finden zwischen, ich habe meine Privatsphäre und mir passiert nichts Schlimmes. Man muss halt doch gucken, kann ich. Eigentlich doch schon. Kann ich meinen Eltern, Freunden, Bekannten so weit vertrauen, dass ich mich an sie richten kann, wenn was scheiße läuft, ohne dass die permanent kontrollieren, was ich tue? Das finde ich auch nochmal wichtig, dass du das so sagen gerade. Falls jemand Jüngeres zuschaut, ist es nicht richtig, wenn eure Eltern eure Daten haben. Es muss nicht sein. Man müsste schon eine Vertrauensbasis aufbauen können, dass man sagt, okay, wenn was scheiße läuft, wenn was schief geht, komme ich zu dir. Aber bitte kontrolliere mich nicht 24/7. Das finde ich auch nochmal wichtig, an dem Ende gesagt zu haben. Weil es halt auch ein großes Thema letztens bei uns war, wie viel darf ich mein Kind kontrollieren? Was halt schon absurd ist. Klar, man muss ein Auge auf seine Kinder haben, dass halt nichts passiert, aber dieses Extreme, von wegen, ich muss wissen, wen du anrufst, ich muss wissen, welche SMS du kriegst, ich muss wissen, welche E-Mails du schreibst, das ist too much. Das ist zu viel. Das fand ich jetzt auch nochmal wichtig einzubringen. Ja, alles nicht so einfach. Leben ist kompliziert, Leben ist schwierig. Ja, vielleicht konnte ich dem einen oder anderen mit dem Video ein bisschen helfen oder mal ein bisschen wachrütteln oder zum Denken. Es reicht ja schon, wenn ich dich zum Denken animieren konnte. Einfach mal darüber nachzudenken, wer von dir welche Informationen hat. Sei es jetzt halt bezüglich der Accounts. Und was jetzt nicht unbedingt gemacht werden sollte, damit du deine Accounts so behältst, wie du sie hast. Also halt nichts weitergeben, was nicht unbedingt sein muss. Sagt mainly ging es halt wirklich um Accountdaten, wie jetzt Passwörter und so weiter, also die Einlogdaten. Ja, dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ihr habt ein bisschen was zum Nachdenken. Ich habe ein bisschen was losgeworden, weil mir es halt momentan echt krass aufgefallen ist. Das sind so Sachen, die mich in meiner Jugend beschäftigt haben. Ist irgendwie immer noch da. Aber nicht unbedingt bei Jugendlichen, zwar auch bei Jugendlichen, aber auch bei Leuten, die halt in meinem Alter sind, also knappe 30 jetzt, das ist immer noch passiert. Was mir sehr unverständlich ist, dass man da doch so ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, dass man auf sowas nicht reinfällt. Aber ja, hat sich letzte Zeit sehr viel gezeigt, dass viele Leute doch dumme Dinge machen, auch Sachen machen, die halt man Teenager erwarten würde, aber man ist erwachsen und müsste eigentlich besser wissen. Ja. Sorry, ich habe viel zu viel geredet. Okay, jetzt ist Feierabend. Dann, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt was zum Nachdenken und wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer ich jetzt hochladen werde. Mal schauen. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch.